Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Cyberpunk 2077. Weiter geht's. Und ja, wir sollten jetzt halt den Zug hier schnappen. Aber ich bin mal gespannt, wie das laufen wird. Letzte Folge war ja schon ein bisschen lang. Aber das geht schon. Geh in Position und warte auf die. Ja. So, Alter. Gib Gas. Gas, 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 Gas. Was ist mit dem Zug eigentlich? Fährt der eigentlich autonom? Wird mich. Halt! Bewegt sich! Mehr Geschwindigkeit! Fährt der autonom eigentlich? Oh, yes, jetzt geht's ab! Ach so. Hä? Ein Koppler. Ich sehe sie. Wie, der Waggon muss weg. Ja, verdammt. Meins. Drohnen. Mein Schwestern. Moment mal, warum habe ich eigentlich die Shotgun? Los, los, los! Ja. Feuer! Aua! Oh, was mit dir? Stop! Ah. Oh, hinter mir? Vergiftet. Warte mal, da war eine Nachricht. Nachricht öffnen. Hier. Achso. So, waren glaube ich alles, oder? Ne, da ist noch einer. Alter. Mitch, Bob, los! Alles läuft nach Plan, Boss. Also gut, der Zug fährt los. Worauf wartet ihr? Er steigt wieder ins Fahrzeug. Alles klar. Okay, los geht's. Bereit für den Kampf. Ich will mich am besten verbinden. Gib Gas! Lastwagen. Fahrt überspringen, ja. Scheiße! Es hat funktioniert! Wundert mich ja auch. Natürlich hat es das. War aber zu einfach. Rüsten? Wir haben ein Problem. Wie geht's dir, wie? Hattest du Spaß? Aber wie? Sei froh, dass du nicht mithelfen musst, diesen Haufen Schrott zusammenzusetzen. Hm. Für Mitch und Teddy geht der Spaß erst richtig los. Das war aber trotzdem irgendwie zu einfach gefühlt. Das war irgendwie doch zu einfach, als ich gedacht. Meine Verbindung zum Militech-Kanal ist weg.
Die Anzüge haben endlich geschnallt, dass jemand lauscht und die Codes geändert. Perfektes Timing, wenn du mich fragst. Kein gutes Zeichen, würde ich eher sagen. Nicht perfektes Timing, das ist kein gutes Zeichen eigentlich. Oh, Saul wird gleich explodieren. So. Jetzt wird's witzig. So, Eskortierer. Ich kann mit ihm reden, wenn du willst. Nein, danke. Das erledige ich lieber selbst. Triff dich mit Saul. Na komm. Achso. Ich soll das machen. Alles klar. Scheiße! Pardon! Jetzt geht's los. Was hat das zu bedeuten? Siehst du doch. Das ist der Basilisk. Ich sehe nur zwei Trucks mit riesigen Militech-Logos. Verdammt, Panam! Das sieht man aus meilenweiter Entfernung. Glaubst du, wir hätten nicht schon genug Probleme? Die Ruffen könnten jeden Moment hier auftauchen. Und jetzt müssen wir uns auch noch um Militech Sorgen machen. Fuck! Halt endlich dein Maul! Du willst für immer den Konzern die Stiefel lecken? Schön! Dann mach doch! Dann nehmen wir den Basilisk als Andenken daran, was diese Familie einmal war. Oder vielleicht können wir uns einfach das nächste Mal verteidigen, wenn wir angegriffen werden. Wo sie recht hat. Sobald ich mit Biotechnica fertig bin, halten wir eine Versammlung ab und reden über das hier. Und dich. Bis es soweit ist, schaffst du gefälligst diese Trucks hier weg. Und der Basilisk? Können wir ihn zusammensetzen? Macht, was ihr wollt. Geht mir aus den Augen. Bob, Mitch, ihr beide bringt die Trucks nach hinten. Wir müssen entladen. Gut, aber was machen wir dann mit denen? Oh, ich hab ne Idee. Hast ein ziemliches Organ. Danke. Ich glaube, das letzte Mal, als ich so geschrien habe, war ich 10 Jahre alt. Scheint alles nach wie vor zu funktionieren. Alles in Ordnung bei dir? Ja, natürlich. Obwohl die große Zugentführung der lustigere Teil von all dem war. Glaub, du hast die Familie auf deiner Seite. Sicher doch. Wie kommst du darauf? Ich hab nur Schweigen gehört. Wir haben alle den Basilisk angestarrt. Sabbernd. Nomaden, Panzer, Panzer, Nomaden. Hattest sie von Anfang an in der Tasche. Wir werden sehen. Wenn du mich wieder brauchst, ruf einfach an. Wie? Das werd ich. Mach dich auf einen Anruf gefasst. Ich warte hier. Bis dann. Jawohl. Geschafft. Ja. Ja, das mit. Das ist, glaube ich, die eine Quest, aber. Haben wir denn überhaupt hier? Haben wir hier was Neues? 81 Panzerung. Ach stimmt, wir haben mal Johnnys Kette. 38 Hose. 37, nochmal 37, nochmal die. Was haben wir an Waffen? Shotgun. Shotgun mag ich nicht so. Der Anfang vom Ende. Ja gut, das ist halt. Warte, bis der Basilisk bereit ist. Jackies Motorrad, bitte. Danke.
Aber das mit dem Basilisken will ich auf jeden Fall noch machen. Erstmal weg hier. Gebiet öffentlich. Mal gucken, wie schnell das jetzt ist. Wann die wieder anruft. Bin ich mal gespannt. Ach, warte mal. Wir haben ja noch eigentlich noch Reflexe. Vernichtung. Straßenschlägerei ist nicht so ganz meins. Erhöht die kritische Chance um. Gegen menschliche Gegner. Macht die technische Gegner Technik. Kannst von Drohnen. Nehmen wir das. Und das. Jetzt ist halt die Frage. Wo ist denn das? Wer weiß, was auf uns erwartet. Ich suche das Afterlife. Die Sache, das mit Johnny, das soll man natürlich halt auch noch machen. Ich spreche mit Nix. Ah, begib dich zum Afterlife, alles klar. Mal die Sachen mit Rock reden. Bin ich mal gespannt, ob das halt gut geht. Weil Johnny will sich ja noch rächen. Aber das mit dem Zug war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Nee. Obwohl, das hätte ich gern schon als in eine Folge gehabt, aber dann wäre die Folge, glaube ich, 40, 50 Minuten gegangen. Das wäre ein bisschen viel. Also so um die 30 Minuten auf jeden Fall. Ist okay. Aber es hat Story. Und das ist das Geile dran. Ja, wenn das dann halt im März müsste ja Far Cry 6 rauskommen. Das wird auf jeden Fall geholt und Let's Plays. So viel kann ich da auch schon sagen. Ich weiß nicht, ob ich es danach hinkriege. Aber bei Cyberpunk kommt ja noch das DLC, das müsste, glaube ich, schon draußen sein, wenn ich mich nicht ganz täusche. Die DLCs werden wir natürlich auch spielen, alle. Ich werde auf jeden Fall mal gucken, wenn halt diese Story durch ist, was die anderen beiden Stories sind. Da gucke ich erstmal rein und dann gucke ich auch, dass ich halt aufnehme. Aber ich glaube, das sind drei verschiedene Orte einfach. So, wir sind jetzt auch fast da. Ich glaube, der Basilisk, der braucht ein bisschen. Oh, Straße voller. Hui! Wie weit ich geflogen bin. Ach, Mann, das kommt davon. Motorrad noch heile. Oh. Da bin ich gerade in den Wagen gepackt.
Oh, es scheint wohl ganz wieder so eng. Wir haben es fast geschafft, ich will jetzt gleich einen Apfel. Oh. Hä? Ach, scheiße. Ja, ohne Witz. Was zum Teufel? Hä? Lass mich doch erstmal wegfahren. Ich will kein Auto. Nein. Eingeparkt. Das arme Motorrad brennt schon wieder. Zurück, Junge. Also, bereit? Broke müsste gleich hier sein. Okay, bin bereit. Let's go. Wird auch endlich Zeit. Du siehst irgendwie anders aus. Neue Frisur oder so? Du warst ja nicht lange weg. Was darf sein? Tequila Old Fashioned. Aufgefüllt mit Bier und etwas Chili obendrauf. Silverhin Spezial? Hat hier lange keiner mehr bestellt. Trinken natürlich. Na, gib mir noch einen. Na klar. Und rein damit. Rider. Sagt dir der Name was? Tattoo-Typ. Woher kennst du ihn? Alte Bekanntschaft. Wo finde ich ihn? Hat einen Laden in Watson, Pershing Street. Also welches willst du? Den Ziegenbock oder das andere? Das andere wird ihm gefallen. Ganz bestimmt. Jeremiah Grayson hat gehört, der arbeitet für Smasher. Aber das weißt du nicht von mir. Hey, wer warst du noch gleich? Ja, man kann sagen, wir hatten was gemeinsam. Ruby Collins. Erst hab ich sie gevögelt, dann Grayson. Platz da. Hey, zum... Hey, Drinkmixer. Mm.
Fido! Simon! Simon! Saufen, saufen! Oder rechts? Ich glaube, ich habe was Besseres. Hey, bist du Ruby? Herr Supers, du hast von mir gehört? Verschwinden wir. Ich sag dir, was ich gehört habe, und du sagst mir, ob es stimmt. Entschuldige mich mal kurz, muss nur noch was erledigen. Wie widerlich. Yo, nimm deine Drecksfresse von Ruby. Sie geht nirgendwo mit dir hin. Ihre Schicht läuft noch, klar? Eure auch. Zurück an die Arbeit. Ich mach den Wichser fertig. Draußen. Du wartest auf mich? Komm, wir gehen zu mir. Stehen dir. Hast du Feuer? Ja. Alles klar. Fuck! Wir hätten tot sein können! Ruby. Vielleicht rufe ich... Ich rufe... Reiß dich zusammen, Ruby. Ich muss mit Grayson reden. City. Wie? Wow. Spuckst du immer nach dem Aufwachen? Können wir über was anderes reden? Klar. Ich wusste schon bei unserem ersten Treffen, dass du mir bekannt vorkommst. Oh, Johnny hat's dir gesagt. Haben wir, du weißt schon. Haben wir. Du weißt schon. Nein. Der Idiot war zu voll. Er hat mich morgens angerufen. Ich dachte, du bist es. Und ich dachte, schon süß. Schade nur, dass er völlig am Rad dreht. Wolltest es selbst sehen, hm? Kranke Neugier? Mhm. Und ich fand Johnny Silver. Fühlt sich komisch an, dass du es weißt. Dein Gesicht verändert sich. Du siehst aus wie Vee. Aber das fiese Grinsen erkenne ich wieder. Wie er redet, sich bewegt, raucht. Ich rauche nicht. Ich weiß, ihr zwei seid so unterschiedlich. Also keine Sorge. Smasher. Hat er dir von ihm erzählt? Ja. Hätte nicht gedacht, dass er zurückkommt. Johnny hat rausgefunden, wie er ihn kriegt. Warte. Grayson?
Jeremiah Grayson arbeitet für Smasher. Johnny hat den Tipp von irgendeiner Stripperin. Ebunike. Mehr nicht. Aber ich sehe, was ich tun kann. Wir kriegen diesen Hurensohn. Weißt du, was Smasher inzwischen gemacht hat? Ist nach dem Angriff auf den Saka Tower 2023 verschwunden. Alle dachten für immer. Dann taucht er wieder auf, macht ein paar Jobs für Arasaka und verschwindet wieder. Den hat seit Jahren keiner gesehen. Außer Grayson, wie es aussieht. Kann ich irgendwie helfen? In dem Zustand bist du fast nutzlos. Ich hole dich an, wenn ich was weiß. Okay. Unglaublich, dass der Bastard in deinem Kopf steckt. Ah ja. Lecker. Sonst ist... Komm, ach, wir haben ab. Du wolltest doch nur mit Rogue reden. Hab doch mit ihr geredet. Und die Stripperin? Prügelei? Das Tattoo? War alles notwendig. Musste Rogue ja was Echtes liefern, oder? Ebunike? Graysons Spur soll uns zu Smasher führen? Eine Spur zu einer Spur. Meinst du, die ist echt? Echt genug für Rogue. Jetzt hör auf zu jammern und lass uns abhauen. Alles klar. Yay. Ah, shit. Es geht immer schlechter. Auftrag SOS Söldner gesucht. Kannst du diesen alten... Ja... Jetzt nicht. Wo zum Teufel bin ich? An einem Ort, wo du problemlos den Teppich vollkotzen kannst. Ist ja nicht so, als ob du eine Wahl hättest. Yay. Warte, bis Rook anruft. Will ja über... Aber gut, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.